Glück auf, ihr alten Affen. Willkommen zurück zu Black with Wukong. Jetzt gehen wir nochmal in den optionalen Bereich der Spinnenwebergrotte. Das müsste Relief des gefallenen Long sein, denn da gab es auch nochmal so ein Long-Gedicht von ja, die Taten und Böse, und der muss dafür Reue zeigen. Jetzt gibt's auch halt mal ein paar aufs Maul von uns. Wobei der letzte Long ja schon ziemlich krass war. Wie hieß der hellblaue Long? Der auf dieser Schildkröteninsel, also der war schon ziemlich krass. Der war wirklich heftig. Aber was auch heftig ist, dass diese ganze Long-Quest mit diesen vier Drachen halt einfach komplett optional ist und man halt ganz einfach verpassen kann. Wenn der eine Boss im zweiten Kapitel nicht durch Zufall diese eine Wand kaputt macht oder man... Ja. Oder man halt weiß, dass man die selber kaputt machen kann. Mit diesem Geist von diesem Wicht. Aber bevor ich jetzt da hochgehe. Was kannst du überhaupt, du alte Zecke, du? Blablabla, angelegt, verringert die Mana-Kosten von aufs Haar genau moderat. Könnte ganz brauchbar sein. Aber der Angriff ist wahrscheinlich scheiße, oder? Was kann der überhaupt? Du machst. Beschwörst Spinnen. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Wütender Tiger. Du machst den Schrei, der macht Damage und wirft den Gegner zurück. Alter Gingsenguai, du beschwörst auch bloß Leute, ne? Tiger Lakai. Ja. Unrein. Ist eine Schlagkombination, ja. Unleere. Stellt bei erlittenen Treffen eine moderate Menge Ausdauer wieder her, ja. Unfähig, ja, du bist einfach nur unfähig. Also wenn dann der Unrein wegen seiner Schlagkombination hier. Was kann die? Okay, das könnte auch ganz geil sein. Erstmal wieder mein Key auffüllen hier. Mercy's hand so woe upon thee. For what deed must the yellow one to the shrines flee? So, ach Junge, hör auf zu labern, ich will fighten. Kann man hier runter oder was? Ja, die Textur da unten laden noch gar nicht. Das ist so ein Gebiet, wo man nicht hin soll, nicht hin kann. So, du bist doch bestimmt so ein Long. Ja, du bist der hat Hörner. Ja, du bist ein Drache. Hallo? Ibims, der Auserwählte. For all his foresight, Yuan the sign teller could never have known that. I've hinged upon his garb as a pattern. Gut abgewehrt. Our sire gave his life to pave the way for the journey. And not a day passes that we do not yearn to fetch him. Yet every day we find ourselves adrift without a home to call our own. Das ist doch hier unser Meister, der uns diesen Feuerkreis gegeben hat und auch diese Gurde. I'll kill you. To unbind our destinies. Ja. Der hat echt mal krasse Kombos drauf. Boah, Junge, Cloudstep, willst du mich verarschen oder was? Yo. Ja, der geht gut rein auf jeden Fall. Drei Schwänze, Junge. Das wäre als Mann halt so echt geil, ne? Mit einfach drei davon zu haben.
Falls dann nicht reicht, dann steckst du einfach noch zwei andere hinterher. Ja, gut. Mit Humor kann ich auf jeden Fall. So die Fledermaus. Bringt die mir irgendwas? So kann ich denn... Ich kann ihn aber binden, das ist gut. Boah, der hat gut Moves drauf. Der ist echt heftig, der Typ, ne? Okay, das ist eine neue Kombo, die er hat. Das habe ich vergessen, dass er das kann. Okay, nochmal. Nochmal oder was? Okay, dann noch ein bisschen Drop Attack. Okay. Wieder vergessen, dass er das kann. Der ist echt heftig, der Kampf, ne? So, jetzt Plug of Many. Plug of Many, habe ich gesagt. Nicht mein Gedöns da unten aktivieren. So, meine Verwandlung raushauen. Oh, mein Fokus in der Verwandlung bleibt sogar erhalten. Kaltes Herz und Entschlossenheit. Jetzt nochmal das hier hinterher. Das Ding gefriert einen, ja krass. Komm. Keine Ausdauer mehr! Fuck! Alter, das war so... Der Versuch, der war gerade geil. Ich hab am Ende nur... übelst reingeschissen. Okay, die Fledermaus, die kann den, wenn's trifft, vereisen. Dann, wenn man das gibt, nochmal schön paart mit einem Immobilize. Auch die Verwandlung ist ziemlich key. Dass er auch so ein bisschen vereisen kann und noch nebenbei noch ein bisschen Schaden macht. Boah, aber die Kombos von dem, die sind geisteskrank. Kannst du vergessen, Kumpel? Natürlich. Dass er halt so einen scheiß Blitzaufbau hat, nervt mich halt bei dem. Haha.
diesmal kenne ich das. Flag of Many. Ganz schnell raushauen. Och Mann, ich hatte doch eigentlich im Angriff noch Immobilized. Weil man kann nämlich auch mit dem Immobilized so eine Art Parry ausführen. Dass da, wenn man den imperfekten Angriffstiming paralysiert, dass erstens die Paralyse länger hält und dass dann halt, ja, es ist im Prinzip wie eine Art Parieren. Dasselbe gibt es mit diesem Stein verwandeln und natürlich mit diesem durchschauenden Schlag, den es auch noch gibt. Na du alte Fischgeräte. Ja, das Geblitze geht mal gehörig auf den Geist. So, Immobilize, um erstmal überhaupt in den Kampf reinzukommen. Ja, habe ich vergessen, dass er das kann. Mann, der Follow-up. Das war jetzt nicht perfekt. Das auch nicht. Heilen. Und bam. Mann. Hab dich. Mann, kannst du mich nicht mal... Ja... Es wäre Plug of Many ziemlich geil gewesen. Oh. Von hinten. Nochmal. Nein. Oh, die Geschwindigkeit davon ist halt. Ja, ich war noch zu nah dran. Okay, ich brauche die Diversion von aufs Haar genau. Und dann mit der Verwandlung reinzuhauen. Das habe ich ja beim anderen irgendwie. Aber das muss auch getimed sein. Am besten, wenn man ihn paralysiert. Das wäre ein ziemlich guter Zeitpunkt dafür. Boah, der Long, der ist schon ziemlich. Der ist schon ziemlich heftig unterwegs. So, wie greifst du zuerst an? So greifst du zuerst an. Boah, du bist echt ätzend, ne? So, Immobilize. Ja, ich hab's vergessen, dass er das kann. Und
den Vierer. So, Plug of Many. Und nochmal den hier. Schön, und jetzt auf die Fresse. Immobilize. Ist das hier. Und kaltes Herz. Und aufs Maul. Mal kalt erschossen. Ah, jetzt ging's gerade nicht. Und die Apamana-Federmaus. Der ist nicht gefrozen. Zweimal. Und dann den hier. Er hat jetzt aber mich wunderschön ausgetanzt. Meine Fresse, Junge! Boah, der ist echt hart, der Typ. Der ist richtig fucking hart. Ist die Frage, welcher Verwandlung man am besten nimmt? Ja, die eigentlich. Eine andere gibt's nicht, die mir irgendwie was bringt. Mit der Wolf vom Anfang, der bringt mir einfach zu wenig bei dem. Gut, Brandschaden über Zeit, ne? Wäre auch eine Variante. Nee, du bleibst mal schön hier. So, hab dich. Digga. Ja, den habe ich vergessen. Den auch. Schon wieder dieser Scheiß. Ja, es musste mich einfach nochmal treffen, ne? Plug of Many. So, jetzt kriegst du aufs Maul. Alter. Oh ne, das ist schon wieder.
Och, nö. Eine Grab Attack. Eine Grab Attack. Mein bester Versuch war fast tot, ne? Jetzt bin ich ungefähr bei so circa 2/3. Das ist immer, irgendwie immer so. Der erste Versuch ist meistens, oder der zweite, falls man den ersten irgendwie komplett reinscheißt. Somit der beste eigentlich. Und danach scheißt man immer weiter rein, bis dann irgendwann mal durch Zufall oder Glück dann der richtige Versuch kommt. Okay, ich muss mich echt mehr anstellen bei dem, ne? Und nochmal dieser, der hier, genau. Ist scheiße ätzend, Junge. Aus der zweiten Phase raus, also rausgecancelt aus diesem Move. Den er ganz gerne macht. So kann ich jetzt. Nee. Flag of Many. Und die Maus. Die Maus des Flederns. So, komm mal her. Natürlich, genau. Dann, wenn ich meine Verwandlung mache, macht er diesen Scheiß hier. Reicht jetzt mal langsam, Kollege? So, das nochmal hier. Wie der einfach meinen Viererschlag da gepariert hat. Okay, da kommen dann zwei von den Scheißen. Und nochmal das hier, genau. Das habe ich vergessen, dass er das kann. Nee, das nicht. Oh, nee, nee, das schon wieder. Och, meine Fresse! Du kotzt mich echt an! Boah, der ist... Mensch! Der ist wirklich krasser Typ. Der ist heftig. Der ist richtig scheiße krass heftig, der Typ. Der hat aber auch Angriffsketten, das ist... Boah! Junge, bist du fucking Radan aus dem Elden Ring DLC oder was? Er hat auch solche elendig langen Angriffsketten. Thank you.
So, und rein in die Olga. Natürlich. Vierer. Plug of Many. Danke für nichts, Plug of Many. Nochmal das hier, die wilde Entschlossenheit, die nichts bringt. Der wäre doch Grab gewesen, glaube ich zumindest. So, erstmal hier wieder auffüllen hier. Ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir mal mit ein bisschen mehr Skill spielen, aber ja. Einmal diese Angriffskette perfekt immer ausgedodged und gegengeschlagen, aber dann, Alter, der Typ, der haut halt wirklich zu wie ein Truck. Also der Elektroschaden, der macht's auch nicht besser. Ich habe auch, aber auch keine bessere Ausrüstung gegen den, das ist ja noch das nächste Dumme. Gut, beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Und bis dahin, gehabt euch wohl und tschüss.